Wo es mir dann an der Fantasie fällt, wenn wir was Hochwertiges in unserem Land produzieren und dann hole ich das tausende Kilometer weit her, nur vielleicht um den Preis zu drücken. Ja, wir haben eine Verantwortung dafür und die Umwelt hat viel zu lange keine Lobby gehabt. Das heißt, da konnte man transportieren von A nach B. Wir haben einfach intern gute Kommunikation in der Landwirtschaft, aber wir haben nie quasi, man hat das dem Handel überlassen. Man hat sich ein bisschen aus der Landwirtschaft zurückgelehnt und hat gesagt, das macht schon der Handel für uns, der hat Werbebudget. Das stimmt, wir verhandeln auch hart. Das wäre jetzt total unehrlich zu sagen, nein, wir winken jede Preiserhöhung durch. Aber man muss es auch differenziert sehen. Wen geben wir die Schuld? Den Konsumenten, der Landwirtschaft, dem Handel? Wer fängt an? Ohne Tierwohl werden wir tagtäglich weitere Kunden verlieren. Wir brauchen ein kollektives Bewusstsein. Jeder muss einen Beitrag dazu leisten. Niemand sollte sich überhöhen in dieser Kette. Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, bei unserem Podcast. Und ich habe heute wieder einen sehr interessanten Gast bei mir sitzen im Büro in Wien. Und das ist eigentlich nicht der Ort, wo wir uns ständig mit unserem Podcast befinden, aber wir haben ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt. Und lieber Erich Suche, ich bin dir sehr dankbar, dass du sozusagen den Weg daher gefunden hast, weil du bist schon mal zu mir nach Schlappming gekommen. Da war aber ich nicht vor Ort. Also da bin ich auch von Wien nach Schlappming gefahren und habe einen Reifenplatzer gehabt. Und der Erich war schon in Schlappming und dann haben wir gesagt, nein, starten wir nochmal neu. Da jetzt bei uns in Wien. Und der Erich Suche ist ein besonderer Mann. Er ist nämlich der Verantwortliche für den Einkauf bei Billa, bei Rewe. Also eigentlich ein sehr mächtiger Mann. Er entscheidet sehr, sehr viel. Und die Rewe war ja in den letzten Tagen und Wochen sehr früh in die Medien zu verschiedensten Themen. Und das werden wir heute natürlich alles besprechen. Wir haben auch immer wieder Zuschriften von euch, geschätztes Publikum sozusagen, die was uns schreiben, frag einmal den Handel, das und das. Und das werde ich natürlich heute alles machen. Also wir werden uns da halt nicht nur sehr wertschätzend und freundlich begegnen, sondern auch durchaus kritisch, weil es brennen draußen, auch gerade bei den Bäuerinnen und Bauern sehr viele Themen, natürlich auch bei den Konsumenten, und das werden wir heute versuchen aufzulösen, zu besprechen. Und vielleicht sind Themen dabei, die was euch interessieren. Schreibt uns auf alle Fälle, was euch da bewegt bei dem Podcast. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch. Und lieber Erich, bevor dass wir voll einsteigen in die Themen, stell dir mal ein bisschen vor, dass wir dich ein bisschen kennenlernen, wer du bist. Und das sind ja meistens die Einkäufer, sage ich mal, vom Handel, das sind ja die sehr gefürchteten Persönlichkeiten. Und wir haben gerade in der Landwirtschaft immer gelernt, vor dem muss man Angst haben, das sind unsere Feinde. Jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, du wirkst eigentlich sehr sympathisch, aber sind wir neugierig, ob du das auch bist. Ja, schauen wir rein. Schauen wir rein. War ja schon einiges dabei, danke für die Vorschusslorbeeren. Aber ein paar Klischee haben wir auch schon gestreift. Ja, also mächtig, und du musst aufpassen, dass ich dich dann direkt gleich über den Tisch ziehe, ja, mit meinen Verhandlungsmöglichkeiten. Aber vorneweg möchte ich mich einmal bei dir bedanken. Wie du ja gesagt hast, hat es wirklich zwei Anläufe bedurft, dass wir zueinander kommen. Wirklich eine schwere Geburt, du hast das auch gesagt. Man, vielleicht hättest du das nicht erklärt, hätten wahrscheinlich jetzt gleich mal alle gesagt, naja, klar, der gestresste Handelsmanager hat keine Zeit, aber dem war halt nicht so. Der gestresste Handelsmanager war schon im schönen Schlappming, übrigens im Hotel Roya, Sporthotel Roya, aber ich glaube, hat nichts mit dir zu tun. Aber der wahrscheinlich noch gestresstere Hannes Reuer war noch in Wien. Und ja, sei mal froh, dass du diese Reifenpanne gut überstanden hast, unfallfrei. Für mich ist wirklich spannend, ich lerne dich ja heute erstmalig kennen. Wir kennen uns nicht, treffen uns heute zum ersten Mal. Was weiß ich über den Hannes Reuer? Ja, sehr prononzierter, umtriebiger Agrar- oder Landwirtschaftsexperte. Für uns ist aber natürlich und auch für mich eine sehr gute Gelegenheit, du hast das angesprochen. Es gibt sehr fast überhitzte Diskussionen rund um die Landwirtschaft, die sicherlich unter Druck steht. Es gibt, glaube ich, große Herausforderungen, und da freue ich mich schon, die Gelegenheit auch wahrnehmen zu können, vielleicht das eine oder andere zu korrigieren an bestehenden Klischees, an bestehenden Vorurteilen. Und ja, schauen wir mal, wie das Gespräch
uns da lenkt und führt. Das wirst ja du vorgeben. Und ich hoffe natürlich auch, dass für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen was Interessantes dabei ist. Von dem gehe ich ganz sicher aus. Erich, ganz kurz über deinen Werdegang. Wie wird man zum einen der mächtigsten Manager von so einem großen Konzern wie der Rewe, dass man da dem Einkauf vorsteht? Bist du immer in Österreich gewesen oder hast du auch internationale Erfahrungen gesammelt? Ja, das habe ich in der Tat. Also wie wird man das? Viel Arbeit. Ja? Also da steckt wirklich schon ein bisschen Talent, würde ich meinen. Ja? Natürlich Kompetenz, aber jede Menge Fässer von Schweiß und Fleiß, ja, würde ich sagen. Ja? Also vielleicht ein paar Sätze. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so spannend, ja, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin seit Sommer 2020 Vorstand in der Billa AG, verantwortlich gemeinsam mit meinem Team, das natürlich in einem 6 Milliarden Euro Unternehmen jetzt nicht klein ist, für Category Management, für Einkauf, für das Produktmanagement, für Bio, die gesamte Supply Chain. Wir haben ja auch Produktionsbetriebe, wie man ja auch den Medien entnehmen konnte, insbesondere der letzten Wochen, fleischfarbende Produktionsbetriebe. Wir haben auch Österreichs größten Weinabfüller. Quality Management zählt noch zu meinen Zuständigkeiten und das ist schon ein sehr breites Aufgabenspektrum, dem ich da vorstehe. Und das macht mir auch sehr viel Spaß. Davor war ich circa 10 Jahre international für die Rewe Group unterwegs, im Central and Eastern Europe Bereich. Bin viel umhergekommen, Funktion war ähnlich, ich war die meiste Zeit davon Mitglied der Geschäftsleitung, verantwortlich, wie gesagt, ähnlich. Also auch Einkaufsflanke, all diese Themen, die dazugehören. Zusätzlich war noch Marketing dabei, aber ansonsten vergleichbar mit dem, was ich heute mache. Bin sehr viel herumgekommen. Also ich war in Ländern in Russland, in der Ukraine, in Bulgarien, in Rumänien, in Litauen, in der Tschechischen Republik, in der Slowakischen Republik, in Kroatien. Also ich bin wirklich, wirklich viel umhergekommen. Und 2 Jahre davon war ich auch stationär in einem Land. Das war Bulgarien. Ich war dort CEO, bin dort gemeinsam mit meiner Familie hingegangen, bin glücklich, erstmalig, möchte ich dazu sagen, verheiratet, habe 2 Kinder. Ein Sohn, der wird 18, eine Tochter, die wird 13, die machen uns sehr, sehr viel Freude. Und ich möchte die Zeit nicht missen, die da verbracht hat. Natürlich in all den Ländern erlebt man ähnliche Diskussionen, Problemstellungen rund um die Landwirtschaft und natürlich irgendwo auch die Fixierung auf die nationalen Produkte. Also ein Bulgaren wird natürlich auch, wie soll ich jetzt sagen, eingebläut, aber doch, also die Bulgaren wollen bulgarisches Fleisch, bulgarische Kartoffeln, die Slowaken und so weiter. Also man erlebt überall ähnliche Themen. Ich bin der Meinung, und ich bin natürlich jetzt kein ausgewiesener Agrarexperte, da gibt es natürlich Unterschiede, ja, also in den Produktionsstandards. Ja, wenn man jetzt erinnere mich, ich habe in Bulgarien versucht, die Besatzdichte für Hühner ein bisschen zu verändern, weil da die Mortalitätsrate eine nicht sehr attraktiv gute war. Also es gibt unterschiedliche Qualitätskriterien, anderes Tierwohl. Aber ich würde jetzt per se nicht sagen, dass dort alles schlecht ist. Ja? Und ich glaube, der Patriotismus, der ist gut, der ist richtig, aber man muss schon aufpassen, dass das Ganze nicht auch ein Stück weit in einen Nationalismus abdriftet, sozusagen der Kartoffelchauvinismus. Ja? Nur die Kartoffel in Österreich ist die einzige und die richtige. Wenn wir jetzt, wir haben Verwandte im Waldviertel, die sind Biobauern. Und jetzt sage ich einmal ganz keck und provokant, also wenn ich die Kartoffel jetzt einen Steinwurf über die Grenze werfe in die Tschechische Republik, dann ist die vielleicht auch gar nicht um so viel schlechter. Ja? Das heißt, ich glaube, man braucht einen sehr differenzierten Zugang zu dem Thema. Ja? Wenn ich da gleich mal ein bisschen ausschweifen darf, bleiben wir bei den Kartoffeln. Ich habe in vielen Ländern Qualitäten gesehen, die natürlich nicht annähernd mit den unsrigen, also in der Qualität konkurrieren können. In Bulgarien gibt es in Samokov auch sehr gute Kartoffeln. Aber für mich ist die Herangehensweise dann halt eine ökologische, eine Frage der Nachhaltigkeit. Ich muss halt nicht von Bulgarien, von Samokov an Kartoffeln nach Österreich bringen, wo wir so gute Kartoffeln hier haben. Ja? Aber ich glaube, es ist wichtig, welche Argumente man dafür findet.
Natürlich ist es auch absolut legitim, die Wertschöpfung im Land zu belassen und nicht die Waren oder die Tiere. Auch das ist ja ein brennendes Thema, vielleicht greift man es auch noch auf, also quer durch Europa zu verfrachten. Ja. Also, jetzt habe ich gleich in die Vorstellung ein bisschen einen Agraraspekt hineingebracht. Ja. Also, du taugst mir, weil du lieferst mir gleich eine Steilvorlage nach der anderen. Wir haben jetzt quasi auch die Zeit, wo wahrscheinlich bald wieder in die Flugblätter stehen wird. Wir haben die Frühkartoffel da aus Ägypten. Da rufen uns dann regelmäßig die Kartoffelbauern an und natürlich auch Konsumenten und sagen, warum, was soll der Schwachsinn? Unsere Läger sind bumm voll, wir haben gute Ernten. Warum muss dann ein Billa-Konzern ägyptische heurige Listen, der Begriff heurige ist ja an und für sich, wäre ja schon geschützt. Bei Äpfeln ist das ähnlich. Und du sprichst was Wahres an, es macht ja ökologisch wirklich Sinn. Wir reden vor einem Klimawandel und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn einmal wer sich Avocado kauft und ein Mango von mir aus, in dem Bewusstsein, was da tausende Kilometer Transport dahinter stehen, Wasser etc. Aber wo es mir dann an der Fantasie fällt, wenn wir was Hochwertiges in unserem Land produzieren, und dann halt es tausende Kilometer weit her, nur vielleicht um den Preis zu drücken. Ja? Weil es wird halt so sein, das habe ich jetzt auch schon kapiert, es wird immer wen geben auf der Welt, der was billiger kann wie wir in Österreich. Das, also wenn es nur ums Billige geht, dann sage ich sehr gern, dann müssen wir sowieso aufhören in Österreich. Schweiz, Österreich, Südtirol müssen wir aufhören, machen wir nur noch, keine Ahnung was, eine Märchenlandwirtschaft für die Touristen, aber dann braucht man nicht mehr wirklich produzieren. Jetzt haben wir aber in Corona begriffen, dass es vielleicht da Sinn macht, dass wir im eigenen Land eine Produktion haben. Aber da hat ja der Handel schon eine Verantwortung. Warum macht man das? Wenn man weiß, es gibt was im eigenen Land und dann will man trotzdem wieder, bleiben wir bei der ägyptischen. Jetzt hast du mir eine Steilvorlage. Ich habe dir eine gegeben, du hast mir gleich zurück eine gegeben. Ein paar Wochen, nachdem ich in meiner neuen Funktion war, habe ich einen Brief bekommen und du verzeihst mir jetzt, dass ich den honorigen Herrn jetzt vergessen habe, seinen Namen, aber er stand den Kartoffelbauern vor. Und er hat sich fürchterlich darüber mokiert, dass wir, ich glaube, es waren sogar französische Kartoffeln haben. Ja? Habe ich aber wieder einen Brief von ihm bekommen, er hat sich bedankt, dass das jetzt besser geworden sei, aber jetzt müssten wir mehr bezahlen. Also du siehst, ja, wir haben eine Verantwortung dafür und die Umwelt hat viel zu lange keine Lobby gehabt, das heißt, da konnte man transportieren von A nach B, das hat einfach keine Rolle und das ist nicht ökologisch. Diese Verantwortung müssen wir wahrnehmen und das tun wir auch. Ja. Und dieses kleine Beispiel ja, zeigt, da hat sich 2020 noch jemand beschwert, dass wir da französische Kartoffeln haben. Ich habe ihm zwar zurückgeschrieben, dass wir zu dem Zeitpunkt einfach auch, das war ein großes Kaliber zum Grillen, dass wir die am österreichischen Markt so nicht bekommen und er möge doch so nett sein, mir sagen, wo ich die kaufen kann in Österreich. Er hat mir nie wieder zurückgeschrieben. Aber trotzdem sind wir den Weg weitergegangen. Und wenn es ein Bekenntnis von uns gibt, dann ist es ein Bekenntnis zur österreichischen Landwirtschaft. Und wie gesagt, heuer haben wir wieder ein Schreiben bekommen, wo er sich bedankt hat, weil es eben nicht mehr so der Fall ist, dass er da Produkte in den Regalen bei uns gefunden hat, die ihm nicht gefallen hätten. Diesmal war es halt dann die Frage nach dem Preis. Und ich glaube, das wird ja auch noch etwas sein, die Frage nach dem fairen Preis. Wie geht das? Aber zumindest diese Frage hoffe ich, dass ich dir beantwortet habe. Wir nehmen unsere Verantwortung sehr, sehr gerne wahr. Du hast auch Obst und Gemüse angesprochen. Wir kaufen, ich glaube, rund 55% unserer Obst- und Gemüseprodukte in Österreich. Natürlich wissen wir alle, die Mango, die Avocado, die wächst natürlich nicht in Österreich. Da müssen wir ausweichen. Aber was wir in Österreich kaufen können, versuchen wir. Und ich glaube, du hast auch die Äpfel angesprochen. Ich glaube, da sind wir ja nagel mich nicht fest, aber bei 90% oder so, ja. Also ich kenne natürlich die Zahlen nicht, die eigenen internen, aber ich kriege natürlich immer wieder mit von den Produzenten draußen, wie hart die Verhandlungen sind und wo man dann schon konfrontiert wird mit Weltmarktpreisen. Ja. Umgekehrt kriege ich dann Bilder von mir, ein Freund, der war in Kolumbien hier und ist auf einem Bauernmarkt dort und findet dort österreichische Äpfel am kolumbischen Bauernmarkt. Also, das ist ja dann auch verrückt, ja. Warum transportieren wir Äpfel nach Kolumbien? Ja. Also ich glaube, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil gerade die Jungen, diese Friday for Future Generation, das gefällt mir ja eigentlich, weil die fangen ja mehr und mehr zum Hinterfragen an. Ja. Ich hoffe, dass sie es auch wirklich ehrlich auch durchziehen. Ja. Aber der Klimawandel, glaube ich, der
das sagen ja alle Forscher, das ist ja nicht irgendein Marketing-Schmäh, sondern das passiert ja gerade wirklich. Ja. Und ich glaube, es ist schon unsere Verantwortung, dass wir Dinge, was wir ändern können und auch sollten, die müssen wir auch jetzt bewusst angreifen. Ja. Und da müssen wir natürlich schon fragen, was wir da dann auch beim Fleisch, ja, dass wir Futtermittel aus Südamerika nach Deutschland, nach Österreich holen. Deutschland war da ja jetzt wirklich unglaublich stark und hat für Fleisch für Kinder produziert. Ja. Also der Dreck ist in Deutschland geblieben. Ja. Futtermittel und die Nährstoffe sind von Südamerika gekommen und das Fleisch wird nach China geliefert. Und da frage ich mich schon, was passt? Also warum tut man das? Ja. Und da müssen wir natürlich schon genauer hinschauen und ich denke, da werden ja immer mehr Kräfte. Meine, Deutschland hat jetzt einen grünen Landwirtschaftsminister, der was da gleich einmal gescheite Ansagen gemacht hat. Ich glaube, da verändert sich was. Definitiv, definitiv. Also ich glaube, wir haben da, und ich setze mich da überhaupt nicht her und erzähle deinen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass wir alles richtig und alles perfekt machen. Aber so, wie das teilweise durch die Medien kolportiert wird, dass wir alles falsch machen, ist es halt auch nicht. Aber lass uns auf den Aspekt eingehen. Ich glaube, da haben wir schon eine Verantwortung, dass wir die Dinge auch kritisch hinterfragen, woher kommen unsere Produkte. Und das tun wir ja im Übrigen auch. Ja. Und ich glaube, die von dir angesprochene Generation Z oder davor schon die Millennials, ja, die prägen ja auch die Hauptprotagonistin angesprochen. Und ich glaube, dass das auch ein Hauptproblem der österreichischen Landwirtschaft ist. Ja? Weil wenn wir uns anschauen, diese jungen Menschen, die prägen und die verfolgen ein komplett neues Weltbild. Ja? Das sind natürlich auf der einen Seite sind die super digital, aber auf der anderen Seite sind die ja super ökologisch ausgerichtet. Ja? Ein Beispiel, man sieht es ja wahrscheinlich in der Kamera, dass ich keine 20 mehr bin, auch keine 30 mehr. Das Alter habe ich übrigens verschwiegen, 52. Aber gut, in mehr, vielen Dank. Jetzt vielen Dank. Ja, schau. Ja, hätte ich nicht gehabt. Muss man auch sagen. Ja. Ja, gute Ernährung, ja. In meiner Generation hat man, aus kleiner Metapher, aus kleines Beispiel, wie diese Generation, und dann spanne ich den Bogen auch in die Landwirtschaft, hat man Secondhand getragen oder benutzt, als Ausdruck der Persönlichkeit, ja, sich zu profilieren. Diese Generationen tragen oder benutzen Secondhand aus einem Nachhaltigkeitsgedanken heraus, weil sie Ressourcen schonen wollen. Ja? Und wenn man das jetzt weiterverfolgt, was da passiert, und ich glaube, das ist halt schon ein kritisches Thema, dass man eben der Landwirtschaft, der intensiven Viehzucht etc. auch klimaschädliche Effekte nicht nur unterstellt, sondern attestiert. Ja, ich meine, da gibt es Studien, die größten 20 europäischen fleischverarbeitenden, milchverarbeitenden Betriebe haben einen CO2-Ausstoß, der größer ist als der gesamten Niederlande. Ja? Und ich glaube, solche Dinge prägen auch das Konsumverhalten. Und da stehen wir halt ganz, ganz vorne und sind sozusagen fast wie ein bisschen ein Seismograf und kriegen sehr schnell mit, aber mittlerweile kriegt es jeder mit, dass sich da halt viele und vor allem junge Menschen von der Landwirtschaft abwenden. Und ich glaube, das ist ein fundamentales Problem. Und da würde ich gerne auch mit dir diskutieren, woher kommt das? Ja, was ist da passiert? Weil diese Systemkrise, ja, die ist ja nicht von heute auf morgen passiert. Wenn man jetzt sagt, Leute ernähren sich vegan, der Veganismus, der ist aus der Nische draußen, der marschiert Richtung Mainstream. Jeder hat schon, zumindest an Bekannten oder gar in der Familie, Leute, die sich vegan ernähren, weil sie sich eben von dieser intensiven Landwirtschaft mit all ihren Auswirkungen, Klima, Tierleid, abwenden. Diese Menschen, diese jungen Menschen, die haben ganz andere Motive. Ja? Wenn man sich die Motivation, stehen ja face-to-face zu den Kunden, ja? Wenn man da anschaut, das größte Motiv für diese jungen Menschen, sich vegan zu ernähren, was glaubst du, was das ist? Was würdest du meinen? Tierleid? Tierleid an erster Stelle. An zweiter Stelle Klimaschutz. Und der Geschmack kommt an vierter Stelle. Gesundheit, glaube ich, an fünfter, glaube ich, oder? Gesundheit. Also das ist doch ein Paradigmenwechsel. Wenn man sagt, das war eher ein Gesetz, Geschmack im Handel geht ohne Geschmack gar nichts, das ist Gesetz. Ja? Und jetzt kommen neue Generationen und sagen, ich ernähre mich vegan, weil ich das Tierleid nicht
anerkennen möchte, weil ich etwas für den Klimaschutz machen möchte. Und ich glaube, das sind Themen, über die zu wenig diskutiert wird. Ja. Da braucht es Aufklärung, da muss man ganz früh anfangen. Aber da frage ich mich auch, und die Frage würde ich auch ganz gerne an dich weitergeben, diese Entwicklungen passieren ja nicht von heute auf morgen. Was ist denn da passiert, dass man solche Themen, weil faktisch ist, da verliert die Landwirtschaft tagtäglich Kunden. Und ich glaube, jeder kann verstehen, dass das nicht gesund ist. Wenn ich tagtäglich Kunden verliere, das brauchen wir gar nicht diskutieren über, ist das jetzt der richtige Preis, zu billig verkauft, zu teuer verkauft und was der Handel da nicht alles falsch macht. Interessiert die überhaupt nicht. Die greifen diese Produkte überhaupt nicht mehr an. Weder Molkereiprodukte noch Fleischprodukte. Was ist da passiert? Wer hat da diese Dinge? Wir als Händler, wir haben damit nämlich nicht so ein großes Problem wie Landwirtschaft, weil wir haben vegane Produkte im Angebot. Das heißt, da würde ich gerne jetzt einmal den Ball zurückspielen an die politischen Akteure. Was ist denn da passiert? Wer hat da seine Verantwortung nicht wahrgenommen? Also, danke dafür, weil das ist natürlich auch der Landwirtschaft und ich glaube für unsere Konsumentinnen und Konsumenten ein riesiges Thema. Was passiert da mit Veganismus, vegetarische Kunden? Ich sehe es relativ für mich schon, ich habe da ein klares Bild. Wir haben, und deshalb habe ich auch Landschaft Leben gegründet. Und du hast ja gesagt, wir lernen uns heute kennen. Die Rewe mit dem Frank Hensel hat mich von der ersten Minute weg begleitet. Marcel Harrastee, bin in einem sehr, sehr intensiven Austausch. Und wir haben das gegründet, weil ich gesagt habe, wir kommunizieren nie die Landwirtschaft, ja, was die Landwirtschaft macht. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die haben überhaupt keine Ahnung mehr. Die Schnitzel, was da am Teller liegt, was passiert da eigentlich? Dass da ein Schwein geboren werden muss, das wird kastriert, das lebt auf einem Vollspaltenboden, was auch immer. Ja. Bei der Milch, dass da überhaupt eine echte Kur dahinter steht. Und ich bin ja selber schon sehr lang Bauer. Ich habe mit 21 Jahren den elterlichen Betrieb übernommen, bin ein 16-jähriger Landwirtschaftsschüler bei der ersten Veranstaltung gesessen, wo der damalige Landwirtschaftsminister gesagt hat, wir müssen den Menschen wieder erklären, wie die Landwirtschaft da wird. Und mit 16 Jahren haben wir damals gedacht, ja, das stimmt, das müssen wir. Dann war irgendwann 25, der Landwirtschaftsminister hat wieder das Gleiche gesagt, irgendwann war ich 30. Und irgendwann haben wir gedacht, ja, warum sagen sie uns das? Warum tun sie es nicht? Ja. Wir haben einfach intern gute Kommunikation in der Landwirtschaft, aber wir haben nie, quasi man hat das dem Handel überlassen. Man hat sich ein bisschen als Landwirtschaft zurückgelehnt und hat gesagt, das macht schon der Handel für uns. Der hat Werbebudget. Ja, und dann hat man natürlich auch, sage ich, vielleicht Bilder gezeigt, auch wenn ich jetzt an die Ammer denke, da hat ja jedes Schwein auf Stroh gelebt bis 2010, 12, da hat es ja keine andere Werbung gegeben. Man hat ja den Menschen was gezeigt, was ja nie mehr der Realität entsprochen hat. Mhm. Ja, und dann sind aber Tierschutz- und Umweltschutzorganisationen munter geworden. Die haben halt dann eine andere Realität gezeigt, nämlich Skandale, die was halt auch passieren. Ja? Und die werden immer passieren, wie es halt in jedem Betrieb ist. Und ich glaube, dass dann ganz viele junge Menschen mit diesen zwei Bilderwelten in Beziehung gekommen sind. Und dadurch, und die Erfahrung habe ich auch gemacht mit vegan lebenden Menschen, die haben sagen einfach, ich unterstütze das ganze System nicht mehr. Ich will mit der ganzen Fleischindustrie nichts mehr zu tun haben. Milch. Und das ist jetzt für mich die Gefahr, wir reden gerade ja sehr viel über Tierwohl. Die interessiert Tierwohl gar nicht mehr. Die sagen gleich Haken drunter, ich gar nicht mehr. Das ist 10 Jahre Sport, was wir da jetzt über Tierwohl reden. Und Erich, wo wir jetzt stehen, wir überlegen uns, wie können wir beim Fleisch, wie können wir da besser werden. Die Bauern wollen eigentlich und dann sagen aber natürlich, naja, was hat Tierwohl für einen Marktanteil? Ich glaube beim Schwein 1,8% in Österreich, Bio 2%. Also die Motivation fällt halt den Bauern, weil sie sagen, naja, aber sie kaufen ja doch wieder immer das billige Fleisch. Und dann sind wir eh schon bei den Aktionen, da wird Fleisch minus, weiß ich nicht, 59% oder weiß ich nicht was, rausgehauen. Ich bin da selber mit mir in einem totalen Konflikt, ja, weil auf der anderen Seite denke ich mir, das kann unsere Rettung sein, Tierwohl. Deutschland geht da jetzt proaktiven Weg mit der Kennzeichnung 1, 2, 3, 4. Und dann gibt es aber ganz viele, die sagen von Haus aus schon, danke, das ist für mich erledigt, das Thema, ich spiele da nicht mehr mit. Ja, viele sind verloren. Viele sind verloren, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das die einzige Möglichkeit ist, weil es gibt ja zwischen dem Polaren, der sagt, mir ist das ganz egal, Essen ist mir generell nicht so wichtig, ja, und jemanden, der das völlig ablehnt, sich dem Veganismus verschrieben hat. Es gibt ja dazwischen Facetten. Also wenn ihr so ein Familienmitglied habt, das sich vegan ernährt,
der prägt ja auch die Familie, macht Familienmitglieder zu Flexitariern und so weiter. Ja. Also ich bin absolut davon überzeugt, dass Tierwohl, ja, und sich mit all diesen Themen auseinanderzusetzen, aber wirklich mit den Ursachen und sich nicht im Klein-Klein in der Wertschöpfungskette, passiert ja aktuell Folgendes, dass sich Einzelne rausnehmen, aus meiner Sicht unkritisch überhöhen und von oben herab andere den Handel am liebsten abkanzeln und ausrichten, dass er alles falsch macht. Ja? Und können aber die eigenen Probleme nicht lösen. Also meine Meinung ist eindeutig Tierwohl. Ohne Tierwohl werden wir tagtäglich weitere Kunden verlieren. Und das gilt es zu verhindern. Und Tierwohl, sperriger Begriff. Wie wir gesagt, wir sind wirklich face-to-face zu den Verbrauchern. Was ich mir denke ist, ja, unsere Nomenklatura, die versteht doch auch der Normalverbraucher gar nicht. DW 10, DW 100 und Anbindehaltung und verstehst du, das verstehen ja viele nicht. Die Leute denken in Bildern und wenn die sehen, das Leid von jungen Kälbern, die da durch halb Europa gekarrt wird und dann mit irgendwelchen Milchaustauschen irgendwo hochgezogen werden und so weiter, das bleibt stehen. Ja? Das bleibt stehen. Diese Bilder von Tierwohl, ja? Die Haltungsbedingungen, wenn ein Tier halt Zeit seines Lebens an der Kette hängt, dann ist es 2022 nicht mehr zu verkaufen. Und der Rest hört man und liest man von Streit, von Schuldzuweisungen, dass eh alles schlecht ist und so weiter. Es ist wirklich kein Wunder, dass sich da viele von dem Thema abwenden und sagen, also ich gehe da völlig andere Wege. Und wir leben auch in einer anderen Zeit. Meine Großeltern waren selbst Bauern, haben einen Bauernhof gehabt. Ich war in den Ferien da oft sehr, sehr lange Zeit. Meine beiden Eltern waren berufstätig. Ich war mit dem sozialisiert, ich habe das eben gesehen, dass die Tiere da eben im Stall angebunden waren und hin und wieder sich dann ein Stier losgerissen hat, zu meinem Gaudium, dem Opa zugeschaut, wie er dem Stier dann nachgelaufen ist und den wieder einfängt, ja, und alle sich aber irgendwo in Sicherheit gebracht haben und so weiter, ja, aber es ist eine andere Zeit, ja, wenn wir heute diese intensive Nutztierhaltung sehen, ja, und ich mir vorstelle, dass ich meiner Tochter, die wird 13, ja, und ich erziehe die nicht, deklariere mich jetzt auch, ich erziehe die nicht Richtung Veganismus, ja, aber ich würde auch nicht gerne erklären müssen, dass ein Tier ein Leben lang da an der Kette hängt, dann gibt es nur irgendwelche, was nicht, wie heißen die, diese Kuhtrainer, dass die Kuh da beim Apportieren alles richtig macht und so weiter. Ich könnte nicht garantieren, ob meine Tochter da nicht auch sagen würde, na also Papa, da bin ich raus. Ja. Beyond Meat, das schmeckt irgendwie auch recht gut. Du verstehst mich, ja? Also ich sehe nur eine Möglichkeit, dass wir mutig, und da stehen wir auch dazu, und das forcieren wir auch, und sind für alle Programme bereit, das Thema weiter nach vorne zu bringen. Und ich glaube, dass es in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten einfach ein Stück weit zu langsam gegangen ist. Ja? Und ich glaube, da hat man viele verloren, ja, die sich heute abwenden. Ja. Jetzt gehe ich nochmal zurück zu uns selber, zur Landwirtschaft. Da glaube ich, da haben wir brutal viele Fehler gemacht. Auch jetzt auch mit der dauernden Anbindehaltung, dass da immer noch politische Willkür da ist, dass man sagt, nein, man muss noch den letzten Bauern retten. Und ich glaube auch, wir brauchen da mutige Schritte, aber da komme ich jetzt zu euch einer Verantwortung. Ja. Ich höre dann von den Molkereien, von den Schlachthöfen, die sagen mir dann, ja, jetzt sind wir bei der Billa-Einkäuferin oder beim Einkäufer, wir hätten da ein Tierwohlprogramm und dann wird uns gesagt, das brauchen wir nicht, zu teuer oder wir nehmen es nur zum gleichen Preis. So, jetzt, du bist natürlich wahrscheinlich ein super Ökonom in der Position. Jetzt muss aber ja der Bauer, also eine Tierwohlsteuer kostet halt einen Haufen Geld. Ja. Er muss investieren, er muss in das Tierwohl investieren. Und das geht sich aber nur aus, er überlebt ja jetzt schon fast nicht. Ja. Wie soll er dann überleben, wenn es ihm nicht gezahlt wird? Und da ist für mich quasi dieses Konfliktpotenzial zwischen Landwirtschaft und sozusagen Handel, dass ich sage, ja, da sind wir zwar uns einig. Ich glaube auch, die Landwirtschaft hat nur eine Chance mit maximalem Tierwohl. Ja? Absolut. Also, dass wir nicht alle verlieren. Ja? Aber da brauchen wir auch die richtigen Signale. Und ist das dann ein richtiges Signal, wenn ihr dann ständig im Flugblatt schreibt, minus, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 49%, 59%, ist das richtige Signal an die Konsumenten? Weil ich frage mich natürlich auch, wir sagen alle, eigentlich sollte man ein bisschen weniger Fleisch essen. Ja? Nehmen wir 60 Kilo, sondern eigentlich sollte man nur 20 Kilo essen. Ja?
aber wie geht sich das dann aus? Ich bin ja selber Kunde bei euch auch, ja? Und ich denke mir oft, aber wenn ich da Fleisch kaufe, ja, ich kann mich ja fast nicht billiger ernähren als mit Fleisch. Das ist ja, also ganz ehrlich, da kann ich meine ganze Familie sehr, sehr billig ernähren. Ja. Also wird sich das nicht ändern? Also wer fängt da an? Also ich glaube... Also wen geben wir die Schuld? Ja. Nein, ist der Konsument, der was uns jetzt zuhört, soll der jetzt sagen, nein, ich nehme die Aktion nicht, hat aber vielleicht 3 Kinder daheim und die Mutter oder der Vater denkt sich, na, aber eigentlich, die sollten auch mal Fleisch essen. Also wen geben wir die Schuld? Den Konsumenten, der Landwirtschaft, im Handel? Wer fängt an? Ich glaube, das ist ein sehr komplexes Thema und das lässt sich jetzt nicht, auch wenn das in der polemischen, so eben geführt, nicht jetzt bei uns, ja, aber öffentlich polemisch geführten Diskussion, das findet man ja sehr gern im Handel, den alleinigen Schuldigen. Ich würde uns unserer Verantwortung nicht völlig entsagen. Also das wäre auch nicht richtig. Ja? Aber es ist halt schon ein bisschen komplexer. Wir haben einen Wettbewerb. Und den Wettbewerb, du hast vorhin gesagt in deinen einleitenden Worten, ich wäre ein mächtiger Mensch. Ich fühle mich gar nicht als so mächtiger Mensch. Ich bin Dienstleister an einer Sache, aber ich könnte das nicht ändern. Ich könnte Akzente setzen, aber wir sind in einem Wettbewerb. Ja? Das ist ein Fundament unserer Gesellschaft, der Art und Weise, wie wir leben. Angebot, Nachfrage bestimmen den Preis. Wir sind nicht im Kommunismus, wo irgendwelche Generalsekretäre festlegen, wer welchen Preis macht. Ja? Da gibt es im Übrigen auch in Österreich ein BWG, ja? Also ein BWB, eine Bundeswettbewerbsbehörde, die dafür Sorge zu tragen hat, dass es ordentlichen Wettbewerb gibt. Ja? Also das ist halt, das sind eher eine Gesetze, die kann man nicht einfach so, der Handel soll bitte die Preise erhöhen und dann ist alles gut. Wie sollte ich das machen? Ja? Also würden wir das machen, dann würden wir in erster Linie einmal sofort Marktanteile verlieren und die Menge würde zurückgehen. Weil solche Angebote schaffen Nachfrage und Nachfrage drückt nicht den Preis, sondern erhöht den Preis. Ich gestehe dir zu, ob es jetzt immer diese ultimativ und noch einmal billiger, noch einmal billiger, noch einmal billiger, da kann man natürlich die Meinung vertreten, das müsste nicht sein. Aber im Kern des Problems, Wert muss bezahlt werden. Wenn die Verbraucher einen Mehrwert erkennen, dann sind sie auch bereit, einen Mehrpreis zu zahlen. Und ich glaube, da müssen wir auch schon ganz, ganz unten anfangen, bei unseren Kindern den Wert von Lebensmitteln, auch in der Schule, zu transportieren. Aber einseitig zu sagen, der Handel soll die Preise erhöhen, das ist zu einfach. Da macht man sich zu einfach, das würde auch überhaupt nicht funktionieren. Und du wirst keinen Handelsmanager finden, der seine Marktanteile zu Grabe trägt, weil er da eine Mission Impossible startet, indem er einseitig beginnt, solche Dinge nicht zu machen, die Verbraucher nur wünschen. Und einen Aspekt muss ich auch noch erwähnen. Ja? Billige Preise sind per se nicht schlecht. Wir haben ja einen Interessensausgleich. Also wir haben natürlich und also vollstes Verständnis, dass die Bauern das auch kritisch sehen, wenn sie ihre, also im Schweiß ihres Angesichts produzierten Produkte da, lass es uns bösartig sagen, verramscht sehen. Ja? Aber wir haben eben auch Menschen in unserer Gesellschaft und wir hören auch das immer wieder in den Medien. Ich glaube, vorige Woche, Volkshilfe Wien, jedes fünfte Kind in Österreich ist von Armut betroffen. Ja? Und das sagt dann der Michael Häupl, der frühere Wiener Bürgermeister, das sei eine Schande und ich muss ihm beipflichten. Ja. Und am Monatsende gibt es nur mehr Nudeln mit Butter, nicht einmal 80 Cent billige Grillwürsteln. Ich habe nicht einmal einen Griller, auf den Sie die billigen Grillwürstel legen könnten. Also du siehst, es gibt so unterschiedliche Blickwinkel auf das Thema und ich verstehe die Perspektive der Bauern und ja, das stimmt, wir verhandeln auch hart, es wäre jetzt total unehrlich zu sagen, nein, wir winken jede Preiserhöhung durch. Aber man muss es auch differenziert sehen. Wir haben 3 Preiserhöhungen bei Geflügel gemacht. Wir haben die Molkereipreise erhöht. Und da hat, by the way, ein nicht unbekannter Bauernvertreter bei uns angerufen und hat sich bedankt. Und ich glaube, das ist nicht als Indiz zu werten, dass er damit so unzufrieden war. Das heißt, wenn wir faktenbasierte Gründe sehen, dass wir die Preise anpassen müssen, dann tun wir das auch. Ja? Aber natürlich widerspiegelt sich das dann auch im Verkaufspreis. Das ist nicht so, dass da nichts passiert ist. Ja? Wir haben mehrere Milchpreiserhöhungen gemacht. Und das ist auch richtig so. Weil wenn wir die Milchauszahlungspreise in Deutschland anschauen, dann sehen wir schon,
dass die auf einem Niveau sind, wo ich auch der Meinung bin, da muss auch der österreichische Handel sich bewegen. Ja? Weil sonst wird es irgendwann auch problematisch werden, weil bayerische Molkereien dann wahrscheinlich immer tiefer sich die Rosinen rauspicken und große Höfe anfahren und da Menge absaugen und so weiter. Ja? Aber es ist ja nicht so, es wird immer so digital hingestellt, als würde der Handel da keine Preiserhöhungen machen. Das stimmt doch nicht. Ja? Gerade jetzt haben wir viele Preiserhöhungen 2021 gemacht. Nicht nur eine, mehrere. Ja, dreimal bei Bute. Also, die Landwirtschaft draußen hat ja extrem zum Kämpfen mit der Kostensteigerung. Ja. Es ist ja gar nicht so, dass die Preiserhöhungen dadurch, dass der Bauer mehr verdient, sondern die Kosten explodieren, wie wir jetzt ja alle wahrnehmen. Die Inflation ist auf einem Hoch wie schon lange nicht mehr. Und ich denke halt generell, vielleicht müssen wir uns als Menschen wieder, dass uns das Essen einfach wieder was wert ist. Ja. Ich verstehe schon, dass wir Familien haben, die sozusagen auch wirklich zum Kämpfen haben. Das ist gar keine Frage. Ja. Nicht weniger, ne? Aber auf der anderen Seite sind wir eines der reichsten Länder dieser Welt. Ja. Und wenn wir auch schauen, wie viele Luxusartikel wir uns insgesamt leisten, von den Mobiltelefonen angefangen, es ist halt schon eine Prioritätenfrage. Ja. Und ist mir mein Essen was wert? Ist mir mein Körper das wert, was ich da esse oder nicht? Ja. Und da glaube ich, aber jetzt zurück zu dem Thema Tierwohl. Ja. Das heißt, wir müssen einfach gemeinsam schauen, ja, und da bitte ich dich wirklich, ja, dass wir das einfach entwickeln, weil ich habe wirklich die große Sorge, es wird uns bevorsteht 2025, 2026, dass das Laborfleisch kommt. Ja. Man geht davon aus, dass das bis dorthin soweit ist. Das heißt, es werden uns da ein paar, was heißt ein paar, da werden uns sehr viel verloren gehen. Die anderen werden wahrscheinlich weiter noch sagen, ich will mit dem ganzen System nichts mehr zu tun haben. Also wir müssen da wirklich gemeinsam Sorge tragen dafür, dass überhaupt nachher noch eine Landwirtschaft existieren kann. Absolut. Weil wir haben auch einen Tourismus, wir haben einen Lebensraum. Ich glaube, du bist auch gerne in Österreich unterwegs, vielleicht auch mal auf Urlaub. Die Natur gibt es halt nur, weil es Bauern gibt, die was produzieren. Ich sehe das ganz genauso. Also, und man muss an der Stelle, und das ist jetzt nicht den Bäuerinnen und Bäuern, die da vielleicht zuhören, Honig um den Mund zu schmieren, ja? Aber die Leistungen, die erbringen, und es gibt ganz, ganz viele fantastische Bauern, die sich immer weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist auch der einzige Weg. Wir müssen uns weiterentwickeln. Konservierung, das wird mit Sicherheit nicht funktionieren. Das Tierwohl muss vorangetrieben werden. Wir stehen dazu, wir tun das auch und wir sind auch bereit für diese Tierwohlprogramme einen angemessenen und vor allem einen höheren Preis zu bezahlen. Ich bin aber auch der Meinung, es sollte keine Augenauswischerei sein, wo man versucht, mit kleinst Kompromissen wieder die Geschwindigkeit zu verzögern, die einen echten, substanziellen Schritt quasi wieder ein bisschen verzögert, ja, es braucht wirklich nennenswerte Schritte, dass erlebbares Tierwohl auch wirklich bei den Menschen ankommt. Das ist notwendig. Du hast ein Wort gebraucht, Laborfleisch. Das Laborfleisch, wir haben gesagt, wir messen den Puls der Verbraucher, wird von der Zielgruppe der Veganer akzeptiert. Und da sieht man schon, da kommt schon das nächste Problem. Ja? Und ich glaube, wir müssen einfach die Schlagzahl erhöhen, wenn wir in dem Tempo weitermachen und nicht wirklich über die Probleme sprechen, sondern immer nur den Handel quasi kriminalisieren und ihn hinstellen als den Totengräber der Bauer. Also da werden wirklich rote Linien überschritten und ich habe es eh schon ein paar Mal anklingen lassen, da würde ich wirklich die Politik einmal auffordern, ihre eigene Verantwortung der letzten Jahrzehnte einmal kritisch zu würdigen und die lenkende Rolle der Agrarpolitik ein bisschen zu reflektieren und nicht immer an den Handel quasi in immer aggressiverer Wortwahl, also sich da quasi von den eigenen Problemen irgendwo abzulenken, weil wir werden nur im Dialog über die gesamte Wertschöpfungskette diese Dinge vorantreiben können. Da bräuchte es halt schon wirklich ein Mindestmaß an Respekt und auch Wertschätzung vor dem jeweiligen anderen. Egal wer das ist, ob das jetzt die Bauern sind, ob das die Verarbeiter sind, ob das der Handel ist. Ja? Und die Politik sollte da ein Schmiermittel sein und kein demagogischer Scharfmacher, der uns, also ich finde das wirklich empörend, uns solche Dinge, und damit muss wirklich jetzt einmal Schluss sein, weil Polemik hat noch kein einziges Problem gelöst, oder? Also das hat mich extrem fasziniert, auch an mich als Bauer. Wir haben
wie gesagt, ich habe die letzten 30 Jahre nur gehört, der Lebensmittelhandel ist unser Feind. Das hat natürlich was mit politischem Kleingeld zu tun, weil es immer leicht ist, wenn man ein Feindbild hat. Und wir haben halt 3-4 Handelsketten, die was marktbestimmend sind, mit über 90% Marktanteil in Österreich. Also das ist der Feind relativ leicht ausmachbar. Was mich aber fasziniert hat, wir bei der Arbeit bei Landschaft Leben sind irgendwann einmal draufgekommen, das war so 2017, 18, na hoppala, da gibt es ja die Gastronomie, da gibt es die öffentliche Verpflegung. Fast 5 Millionen Menschen essen am Tag ihr Essen nicht zu Hause, sondern außer Haus. In einer Gemeinschaftseinrichtung, sei es beim Bundesheer, bei der Polizei, in einem Krankenhaus oder eben in einem Gasthaus. Und über das ist nie geredet worden. Es ist nie geredet worden von einem politischen Vertreter, hey, da müssen wir mal hinschauen. Und selbst hier sieht man, wie sich die Wirtschaftskammer sperrt, ja, gegen eine Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie. Und wir als Landschaft Leben fordern das mit allen der Vehemenz. Ja. Aber es ist eigentlich nicht möglich, weil gesagt wird, nein, man muss den Gastronomen wirklich da quasi freie Hand bieten. Da drucken neben mir drauf. Aber Erich, jetzt kommen wir zu einem Punkt. Aber lass mich da nur kurz drauf reflektieren. Die Herkunftsbezeichnung, ich glaube, da haben ja wir haben eine Regionaloffensive gestartet. Ja, wir sagen, das Produkt kommt aus der Region, also lokal, Umkreis 30 Kilometer. Das Produkt kommt aus dem Bundesland. Das ist ein nationales Produkt. Und wir haben auch überhaupt nichts gegen eine Herkunftskennzeichnung. Ja. Natürlich muss das alles praktikabel sein, aber, und du hast es schon auch ausgeführt, es soll auch andere Vorstufen mit einschließen. Und hier Showdown auch für die politischen Akteure, sich zu deklarieren und sich nicht in der Klientelpolitik zu verstecken und auch einmal die von dir angesprochenen in die Pflicht zu nehmen und nicht zu erlauben, dass man sich da von Seiten der Gastronomie einfach mit immer anderen Erklärungen seiner Verantwortung entledigt und Produkte von irgendwoher einkauft. Also das ist verpflichtend und ich glaube auch die Horeca, die Hotels, die Gastronomie profitieren von der österreichischen Landwirtschaft. Ich habe 2 Jahre im, muss ich nachrechnen, 3 Jahre in Tirol gelebt. Ja. Was da an Hotelpalästen gebaut wird, ja. 3 Etagen nach unten mit Spa-Welten und also alles, was das Herz begehrt, ja. Da spielt Geld ja fast keine Rolle, hat man so einen Eindruck. Ja. Wenn da saniert oder renoviert wird, das muss nur schnell gehen, damit das Geschäft möglichst lange im Jahr offen ist. Wenn man dann aber 50 Meter von dem Hotel weggeht, ja, dann sieht man so einen idyllischen Bergbauernhof, wo unsere Gäste, die ja in Zahlen zu uns kommen, stehen. Aber wie wird das honoriert? Das heißt, ich finde es auch nicht solidarisch, dieser Bereiche sich dem zu verwehren und sagen, wir wollen eine Herkunftskennzeichnung, die auch die Horeca umschließt. Und diese Forderung muss man unbedingt an diese Gruppe vehementer von der Politik durchsetzen. Da bitte ich euch wirklich um Unterstützung, weil du sprichst das jetzt echt an, was in mir los ist. Ich werde nämlich auch so sauer. Nachhaltigkeit heißt aktuell im Tourismus, Architektur, nehme ich Holz, nehme ich Beton, weiß ich nicht was. Aber beim Essen dann, ja, da kommen die Eier aus der Ukraine, da spielt überhaupt nichts eine Rolle. Da ist uns völlig wurscht, was wir den Menschen aufs Teller legen. Das, was sichtbar ist, ja, was nachvollziehbar ist, das macht man aus dem Teuersten. Aber beim Essen wird dann jeder Cent gespart. Und ich finde es wirklich nicht okay. Das ist eine Doppelmoral, ja, weil wenn die Landwirtschaft nicht mehr arbeitet und die nicht mehr produziert, dann kommt eh kein Gast da nicht mehr. Und das wird aber derzeit überhaupt nicht gesehen. Da ist kein Bewusstsein da. Momentan leider durch Corona sozusagen sogar noch schlimmer geworden. Und da muss ich euch jetzt loben. Ihr seid da als Lebensmittelhandel wirklich Vorreiter, weil ich muss schon sagen, ihr steht zu Österreich und jetzt muss ich eben speziell euch als Biller loben, weil der Schritt im Mai 2020 zu sagen, das ganze Fleisch aus Österreich, ja, nämlich bis hin zur Butte, ja, da muss ich euch echt gratulieren. Ja. Und das finde ich großartig. Nein, es gehört auch mal gesagt, weil es wird eh immer nur geschimpft und alles ist negativ. Aber da muss ich schon sagen, da bin ich echt verdammt stolz auf euch. Das sind wir auch, das darf ich dir sagen. Und das war wirklich ein Kraftakt, ja, wenn diese faktisch falschen Aussagen immer wieder kommen, der Handel scheffelt Millionen. Ja, das Gegenteil war der Fall. Das hat uns wirklich einen sehr beträchtlichen Millionenbetrag gekostet, aber wir haben ihn bewusst getätigt. Bei der Butte haben wir da Produktionen erst wirklich ermöglicht. Und in die Richtung muss es auch gehen. Aber das ist von uns eigentlich nur die Bestätigung eines wirklich jahrzehntelangen Bekenntnisses zu Made in Austria. Wir bauen das stetig aus, das kann man wirklich, das ist jetzt nicht einfach nur eine schöne
Plauderei, die ich da den Hannes Reuer erzählt, man braucht nur in eine Billa-Filiale oder in eine Billa-Plus-Filiale gehen, dann sieht man unsere Regionaloffensiven, die jetzt 100% Fleisch aus, Frischfleisch aus Österreich, ja, alles zu beziehen ist halt schwierig, wenn man jetzt beispielsweise an die Enten denkt, da ist halt noch schwierig, die überhaupt zu beziehen, ja, da gibt es noch nicht wirkliche Bezugsmöglichkeiten, ja, aber es geht auch weiter, ja, Region, ja, du hast das ja auch vorhin angesprochen, ja, gerade in der Pandemie sind die Leute draufgekommen, das ist schon wichtig, ja, aus der Region, für die Region. Wir haben 2500 regionale Lieferanten, lokale, regionale, mit 25.000 Artikeln mittlerweile. Und wir wollen sie weiter ausbauen und stehen Gewehr bei Fuß mit einer neuen Organisation, mit sogenannten, klingt ein bisschen sperrig, Regional-Scouts, die wirklich in der Region sind, die Ansprechpartner sind und auch mit vereinfachten Geschäftsmodellen, ja, also es ist nicht der böse große Handel und da fürchte ich mich, nein, mit einfachen Verträgen, wir helfen denen auch in Workshops, wie sie da ins Geschäft kommen können und so weiter, also das sind doch alles keine Lippenbekenntnisse, ja, und ich freue mich, weil es wird aus meiner Sicht wird das viel zu wenig gewürdigt, dass wir uns da wirklich exponiert haben mit 100% Frischfleisch aus Österreich, aber ich kann hier wirklich das Versprechen abgeben. Oft überschätzt man uns, was wir alles zu Wege und zustande leisten können, weil es passt in das Bild der Schuldigen nicht. Ja? Oftmals ist unser Hebel einfach zu klein, um alles zu ändern. Wenn wir 9% der Milchmenge in Österreich abnehmen, kann ja niemand ernsthaft von uns erwarten. Selbst wenn ich 4 Preiserhöhungen akzeptiere, dann akzeptiere ich sie ja nur für die 9%, die ich kaufe, aber es mit den anderen 91. Ja? Also man braucht auch die Verhältnismäßigkeit. Aber dieses eine Versprechen kann ich allen Bäuerinnen und Bauern abgeben. Wir werden auch weiterhin alles, was in unserer Macht steht, tun, um diese Dinge voranzubringen. Tierwohl, Ökologie. Aber natürlich haben wir auch einen Interessensausgleich für alle zu machen und können jetzt nicht nur monochrom einseitig auf einen Bereich schauen und alles andere vergessen. Ja? Jetzt habe ich dich gelobt, jetzt kommt die zu Kritik. Recht, und du hast das jetzt auch voll genutzt. Aber jetzt muss ich natürlich auch auf einen kritischen Bereich kommen. Warum passiert euch dann sowas, wie hier zum Schierenhofer passiert ist? Es war jetzt in den Medien, Zeitungen waren voll damit. Karl Schierenhofer, alteingesessener Betrieb mit durchaus großen Schwierigkeiten in der Vergangenheit, hat sich da fürchterlich aufgeregt über euch einen Einkauf, also das, was du verantwortest. Ja. Was ist da wirklich aus deiner Sicht passiert? Was ist schiefgegangen? Ich kenne die Geschichte nur so, ja. Der Karl Schierenhofer hat langjährige, wenn nicht über Jahrzehnte hinweg, Bindungen mit seinen Almochsenbauern, ja. Und die wollte die unter den Nagel reißen. So ist es mir erzählt worden. Mhm. Wie stellt sich die Geschichte wirklich da? Weil das ist ja irgendwie, wenn ich da jetzt so zuhöre, glaube ich, waren wir ja fast, Kunst bei Landschaft Leben ist Arbeit noch. Aber, ja, genau. Ja. Aber da passt jetzt was nicht. Was glaub, da passt es nicht. Also ich freue mich sehr und ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind mit viel Leidenschaft bei unserer Tätigkeit, weil wer kein Herzblut für Lebensmittel hat, der ist bei uns von vornherein fehl am Platze. Ja? Und darum habe ich mich wirklich geärgert darüber, ja, weil der Karl Schierenhofer hat uns gegenüber wirklich kreditrufschädigend und auch beleidigend agiert. Und das geht über schlechten Stil schon weit hinaus. Er erzieht uns der Erpressung, dass wir ihn bedrohen, dass wir seine Almochsen wegnehmen wollen. Ja. Und was wirklich, und ja, was natürlich auch passiert ist, ja, in dieser allgemein aufgehetzten Stimmung, ist das natürlich ein Fressen für die Medien gewesen. Ja. Und auch du, ein Kenner der Materie, ist auch bei dir so angekommen. Ja, aber es ist immer attraktiv, David gegen Goliath, der Große, die Bösen, die per se Bösen, gegen den armen Herrn Schierenhofer. Wir haben mit ihm ein Sondierungsgespräch geführt. Ein Sondierungsgespräch. Ein loses Sondierungsgespräch. Ich war nicht dabei. Mitarbeiter haben das geführt. Nicht einmal Verhandlungen. Und es ist natürlich dem Herrn Schierenhofer völlig unbenommen, dass er die Inhalte dieses Sondierungsgesprächs nicht gutiert, nicht mag, nicht begrüßt. Aber deswegen ist das doch noch lange keine Erpressung. Also das ist ja, wenn ich sage, ich kann in meinem Geschäft Aufträge gewinnen, dann ist das in Ordnung. Aber würde ich sie verlieren, und es ging gar nicht darum, dass er sie verliert, ja, dann ist das Erpressung, also das bei aller Liebe, ja, und bei aller Empathie, die ich für diese Bereiche aufbringen kann.
Aber das ist schon ein sehr einfach gestricktes Weltbild, wenn ich sage, alles, was in meine Richtung geht, ist gut und alles, was in eine Richtung geht, die mir nicht gefällt, die ist schlecht. Niemand wollte dem Herrn Schierhofer seine Ochsen wegnehmen. Es hat eine lose Anfrage gegeben, ob er sich vorstellen kann, dass wir seine Ochsen, die wir von ihm kaufen, in unseren Fleischwerken zerlegen, nicht wegnehmen. Wir kaufen sie von ihm und wollen sie bei uns zerlegen. Wir haben ihn im gleichen Zug angeboten, dass er dazu kompensierende Wurstaufträge bekommen kann, dass er verschiedene Beratungstätigkeiten beziehen kann. Aber es ist überhaupt zu keiner Verhandlung gekommen. Und es ist noch einmal sehr gutes Recht, dass er das nicht mag. Aber wie ihm alles in der Welt kann man dann von Erpressung sprechen. Und wenn ich mit so einem Gesprächsverlauf nicht glücklich bin, dann muss man sich halt auch einmal an jemand anderen wenden. Was man aber nicht machen kann, ist, dass man ein oder zwei Tage später SMS schreibt, wo man plötzlich von Erpressung zu sprechen beginnt und sagt, das sollte aber jetzt besser nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Und wir müssen alles tun, liebe Frau Einkäuferin, dass das nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Ja? Also so viel zum Thema. Also Drohungen und ich habe in meiner Funktion, du hast gesagt, ich bin dafür verantwortlich, ich habe Ihnen als verantwortlicher Einkaufsvorstand geschrieben, dass seine Befürchtungen unbegründet sind, dass wir zu allen unseren Verträgen stehen. Klipp und klar. Ich habe ihm aber auch geschrieben, dass beleidigende SMS von uns nicht akzeptiert werden können, weil wir auf unsere Mitarbeiter, auf unsere Leute was halten. Und der Herr Schierhofer hat leider all diese Dinge in den Wind geschlagen und hat nicht deeskaliert, sondern über Wochen und Monate immer weiter eskaliert. Entgegen der Wünsche seiner Bauern, die er vertritt. Ja, weil in den Medien wurde ja dann gesprochen, dass wir die Bauern erpressen. Ja. Und zumindest wenige haben sich die Mühe gemacht und dann auch wirklich einmal bei den Bauern anzurufen und haben dann die Antwort gekriegt, ja, das stimmt doch gar nicht. Weil Fakt ist, ja, dass wir den Bauern hier zuliebe auch überhaupt nicht auf Eskalation gesetzt haben. Wir haben das alles runtergeschluckt, damit die Situation nicht weiter und weiter eskaliert. Der Herr Schierhofer hat eine Preiserhöhung angefragt, die er dann letztlich auch bekommen hat. Der Herr Schierhofer hat dann für einen Millionenbetrag die Lizenzen für seine Ochsen uns angeboten. Aber im gleichen Atemzug hat er uns ein zeitliches Ultimatum gestellt, in der wir uns gefälligst mit ihm zu einigen haben, weil nach dem Ablauf, das war der 28. Jänner, wenn ich mich recht erinnere, erlischt das Ganze. Und dem Ganzen hat er dann noch die Krone aufgesetzt und gleichzeitig uns auch die Belieferung einseitig gekündigt, entgegen der Wünsche der Bauern. So, und wenn man das jetzt zusammen hat, da soll sich bitte wirklich jeder sein eigenes Bild machen. Da gibt es jemanden, der wirft mit Erpressung, mit Drohung herum und sein einziger Beweis ist seine persönlich subjektive Wahrnehmung. Da gibt es keine Handlungen, keine nichts. Auf der anderen Seite, und dafür gibt es Schreiben von Herrn Schierhofer, setzt er uns Ultimaten, kündigt er uns die Zusammenarbeit, beleidigt in wirklich, wirklich tiefem Niveau unsere Mitarbeiterinnen. Und also ich denke, das richtet sich selbst. Ja. Fakt bleibt, nur zum Abschluss, Fakt bleibt, dass mit Ende März er die Belieferung einstellen wird. Wir uns natürlich gegen all diese verleumderischen Kredit- und rufschädigenden Themen zur Wehr setzen werden und mit Ende März ja die Belieferung einstellen wird an seinen nach eigenen Angaben größten und wichtigsten Kunden, den er gleichzeitig vorwirft, der könne bei ihm in der Unternehmung die Stecker ziehen, aber gleichzeitig kündigt er uns einseitig die Lieferung. Also da soll sich bitte jeder selbst seine Gedanken machen. Wir haben den Bauern angeboten, wir machen keinen Druck. Wir stehen mit einer Abnahmegarantie hinter den Bauern, wenn sie das wünschen. Und alles Weitere liegt jetzt auch in den Händen der Bauern, wie sie sich da entscheiden und wie sie sich weiter aufstellen wollen. Mhm.
Ist einmal interessant, diese Seite zu hören. Man hat jetzt eher vielleicht in den Medien die Seite von Karl Schirnhofer gelesen und gehört. Finde das auch interessant. Glaubt er das jetzt einmal, so wie du das da jetzt so sagst. Aber was natürlich schon ist, was ich auch selber wirklich miterlebt habe, und ich hoffe, dass du da auch in euren Unternehmen dahinter bist, der Ruf der Einkäufer kommt halt auch nicht ganz umsonst. Ja. Ich habe es wirklich miterlebt. Ja. Erich, ich war bei verschiedensten Direktoren, Geschäftsführer, schon im Auto, am Beifahrersitz, wir sind irgendwo hingefahren, ruft irgendein Einkäufer vom Handelskonzern an, nicht unbedingt jetzt auch von euch. Ich habe da Telefonate mitgehört, wo der das Gegenüber geschrien hat am Telefon, eine halbe Stunde lang, wo ich gesagt habe, was sind das alles, Psychopathen? Also dann habe ich so ein Bücherl einmal gekriegt, das ist in die 90er Jahre geschrieben worden, quasi für Einkäufer, psychologische Verkaufsschulung, wie man quasi Menschen unter Druck setzt, psychologisch am Rand des Wahnsinns treibt. Das habe ich daheim. Weil man denkt, da hat sich der Handel schon viel erlaubt. Also man hat da schon mit der Psychologie der Menschen gearbeitet, wenn so lange unter Druck zu setzen, ich hoffe, das gehört der Vergangenheit, aber war da nicht generell einmal so, oder war das nicht auch dein Ziel, dass du sagst, ich möchte in meinem Unternehmen schon Menschen haben, die was auf Augenhöhe agieren, ja. Weil ich höre schon von euch auch noch ab und zu, sagen wir mal, Produzenten draußen, wo Menschen am Werk sind, also das unter der Gürtellinie kommt ja nicht von ungefähr. Oder wie siehst du das? Oder ich finde das, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das arg, ja. Weil man muss sich halt, ich sage ja mal, es ist auf der Landwirtschaft oder auf der Genossenschaftsseite sicher, es sind auch nicht alle nur heilig, gell. Also ich bin da eh die neutrale Stelle. Ja. Aber wie gesagt, ich habe es wirklich selber miterlebt, wo ich mir gedacht habe, also ich würde mir das nicht einmal einen Tag geben. Also da lebe ich lieber als Einsiedler irgendwo, bevor dass ich mir das irgendwo gebe. Ja. Geh am Berg und bleib am Berg. Ja. Ja. Hannes, ich habe das schon mal gesagt im Zuge unserer kleinen Konversation. Wir sind nicht perfekt, mit Sicherheit nicht. Und wir machen viele Fehler. Ja? Und wir müssen uns natürlich stetig weiterentwickeln. Und mein Bild ist natürlich ein Bild auf Augenhöhe. Ja? Also ich habe es vorhin schon gesagt, dass ich mich ganz klar dagegen ausspreche, dass man von oben herab im Oberstatus mit anderen im Unterstatus spricht. Ja? Das ist überhaupt kein Thema. Das hat mit harten Verhandlungen auch nichts zu tun. Ja? Aber man braucht Respekt vor jedem Menschen. Ich habe Respekt vor jedem Menschen. Ich habe Respekt vor jeder Tätigkeit, egal wer das ist. Und das müssen wir natürlich stetig weiterentwickeln. Und wenn da jemand Fehler macht, dann muss man über diese Fehler auch sprechen und muss man die auch korrigieren. Und da stehen wir auch dazu. Wir stehen auch zu unseren Fehlern. Wir machen nicht alles besser. Aber wir strengen uns wirklich jeden Tag an und da stehe ich als Erich Suche auch wirklich dafür, dass das so ist. Ja? Aber ich kann dir eines sagen, in der Causa Schirnhofer ist das nicht der Fall. Ich habe die 39 SMS vom Herrn Schirnhofer an die besagte Einkäuferin gelesen. Das ist wirklich tiefstes Niveau. Ja. Und sie hat ihm kein einziges zurückgeschrieben. Ich kenne das Protokoll, das hat selbst er verfasst, wir haben es dann korrigiert. Aber ja, wir wollen immer besser werden und das soll auch der Vergangenheit anhören. Und also ich würde mich jetzt nicht da hersetzen und sagen, alle unsere 100, die da Gespräche führen, sind jeden Tag immer perfekt. Also man kann Dinge immer besser machen. Ja. Und es passt auch nicht mehr in unsere Zeit, im Oberstatus mit anderen zu sprechen. Ja. Klares Bekenntnis auch dafür. Das war mir auch voll wichtig, ja, dass man da, weil, wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass das der Vergangenheit angehört. Weil, was ich schon mitkriege, die Lieferanten, die was euch beliefern, die reden ja dann mit ihren Mitarbeitern, die haben alle Familien daheim und da entsteht halt auf einem Unternehmen ein Bild. Man darf das nie unterschätzen, ja. Dieses Mundpropaganda. Ja, natürlich. Das hat eine unglaubliche, da kann man Millionen in der Werbung ausgeben, wenn die Mundpropaganda gegen einen arbeitet. Dem glaube ich das. Ne? Genau. Die Werbung ist Werbung. Genau. Das ist immer noch ein probanes Mittel, Mundpropaganda. Und das darfst du echt nicht unterschätzen. Ja. Jetzt habe ich noch ein Thema, was man... Aber das hängt auch mit der Markt, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, also es hängt natürlich auch mit der Marktmacht und mit dieser, und die haben wir natürlich, wir haben Nachfrage, das ist klar, und mit der muss man natürlich sorgsam und verantwortlich umgehen. Ich möchte nur aber auch einen Nebensatz, weil ja das auch immer wieder kredenzt wird, der Handel mit seiner großen Marktmacht, ja, da tut man manchmal so, als hätten wir die da am Schwarzmarkt oder im Darknet gekauft. Ja. Das ist ja so wie in einer Demokratie, die Menschen, die souverän sind, sind es im Wettbewerb die Kundinnen und Kundinnen. Ja. Und Marktanteile, und
davon spricht man ja, diese Marktmacht, sind in Zahlen gegossenes Kundenfeedback. Ja? Und das vergisst man oft. Ja? Also es wird immer so dahergestellt, dass man sich das irgendwie ergaunert hätte. Also wir strengen uns Tag für Tag an, um unseren Menschen der bestmögliche Biller sein zu können, denen nahe zu sein, verstehst du, ja? Aber ich gebe dir recht, natürlich muss das auch im Stil der Zeit, wir schreiben 2022, angepasst sein und nobody's perfect, diese sollten immer, immer weniger werden und man kann die Menge immer besser machen. Jetzt sprichst du eh was Wichtiges an, diese Doppelmoral von uns Konsumentinnen und Konsumenten. Ich erlebe das immer wieder in den Ortschaften, dass sie sagen, wir haben keinen Kreisler mehr, wir haben die ganzen kleinen Geschäftler, alles ist weg. Und alle haben wir nur noch die Billers und weiß ich nicht was. Ja? So, und dann sage ich immer, ja, warum ist das so geworden? Wer hat das gemacht? Ja, genau, wir selber. Ja, ja. Ja. Weil wir sind ja alle zu den Supermärkten gegangen und nehmen wir zum kleinen Kreisler. Ja? Und ich habe ja einen kleinen, das weißt du wahrscheinlich gar nicht, einen kleinen Bauernladen in Schlappming. Und ich habe das auch jetzt bei der Pandemie so erlebt. Es kämen zwar viele Einheimische, ja, aber leben da mal für die Gäste. Ja? Das heißt, es ist halt unser eigenes Einkaufsverhalten. Und genauso ist es halt mit dir wohl und mit allem. Wenn wir heute wahrscheinlich unsere Zuhörerinnen und Hörer fragen zum Thema Milchpreis, ja, würde jetzt 10 Cent für die Milchpackung mehr bezahlen, ja, würde wahrscheinlich jeder sagen, ja sicher, sofort, ja, wenn die 10 Cent beim Bauern ankommen. Ja. Und dann stehen sie im Geschäft und dann ist wieder was in Aktion und dann haben sie, weiß ich nicht, vor 20 Milchsorten die Möglichkeit. Und leider wird halt dann, es sind immer wir selber. Und darum sage ich immer, bitte werdet bewusst, ja, dass wir Konsumenten den Produktionsauftrag vergeben. Mir hat der Frank Hensel damals gesagt, wenn wir uns so kennengelernt haben, hat er gesagt, schau, wir sind Händler, wir wollen verkaufen. Was wir verkaufen, ist uns im Endeffekt, ja, wir haben eine soziale Verantwortung, im Endeffekt ist es uns egal. Wenn die Leute das Teure nicht kaufen, ja, umso besser, ja, oder Bio oder irgendwas. Und das unterschätzen wir als Konsumenten völlig, weil wir glauben alle, ihr seid so unglaublich mächtig und wir sind alle die Armen. Und ich sage immer, es steht ja keiner da mit einer Pistole vom Milchregal und sagt, du kauf jetzt die billigste. Das oder? Ist, das na, ist absolut, absolut. Der Verbraucher hat es in der Hand und ich glaube, da muss man wieder anfangen bei den Jüngsten unserer Gesellschaft. Dort müssen wir diese Wertewelt etablieren. Nur so kann es funktionieren. Das machen ja die Jungen mit ihren Eltern, dass sie sich dann auch noch einmal sozusagen nachschulen. Ja? Sonst kann es nicht funktionieren. Aber es ist so und die Verbraucher sagen halt, und da sind wir halt ziemlich nahe dran, Regionalität haben wir heute schon mehrfach gestreift, ja, die sagen, wir wollen immer mehr und mehr Regionalität. Ja. Wenn man sie dann aber fragt, bist du aber auch bereit, dafür mehr zu bezahlen, dann schwindet es schon einmal massiv. Also zuerst sagen nur 3/4, wir wollen mehr Regionalität kaufen. Wenn man sagt, aber wie viel Prozent sind dafür bereit, auch mehr dafür zu bezahlen, dann ist es nur mehr ein Drittel. Und wenn man jetzt die Sprache des Verbrauchers, da sind Bücher darüber geschrieben worden, von der Frau Professor Kammersin, da kann man dann noch mal was abziehen. Weil wenn 33 das in einer Befragung sagen, da ernähren sie alle gesund, aber am Buffet schaut es dann anders aus. Ja, also das zeigt dann auch, der Verbraucher hat halt einen ganz großen Hebel und wir versuchen als Handel immer ein Spiegelbild der Interessen der Verbraucher zu sein. Natürlich wollen wir sie in eine gute Richtung lenken und auch unsere Verantwortung in der Gesellschaft wahrnehmen. Ja? Aber der Verbraucher ist letztlich der Souverän. Er entscheidet, ob er dereinst die Kreisler quasi nicht mehr besucht hat, die Fleischhauer weniger und weniger besucht hat. Er ist der Souverän und das wird hoffentlich auch in unserer Gesellschaft so bleiben. Und insofern dort muss man ansetzen, auch dort muss man ansetzen. Ja? Auch was ja auch durch die Medien geistert, was ja auch wirklich schrecklich ist, ja? Die Verschwendung von Lebensmitteln. Ja? Aber da stellt man immer nur den Lebensmittelhandel. Immer nur den Lebensmittelhandel. Wenn man sich aber mal anschaut, über alle, in der gesamten Kette, wo denn da was vernichtet wird, dass der Lebensmittelhandel eigentlich der am wenigsten vernichtet und dabei auch die größten Anstrengungen unternimmt, daraus auch noch etwas zu machen. Wir haben das in der Industrie, wir haben das in der Landwirtschaft und am allermeisten haben wir es, und du wirst das wissen, natürlich in den Haushalten. Dort wird am allermeisten weggeschmissen. Das heißt, wir brauchen ein kollektives Bewusstsein. Jeder muss einen Beitrag dazu leisten und niemand sollte sich überhöhen in dieser Kette. Ja, aber ist es nicht so, dass es immer leichter ist, wenn anderen die Schwitzen geben? Ja, es ist das Schlimmste schön, ist ja, wenn man sich eingestehen muss, boah, eigentlich habe ich selber missbaut, eigentlich handle ich selber nicht so korrekt, moralisch,
Und es ist halt leichter zu sagen, und wenn wir jetzt das ansprechen, es hat ja dieses Videogame, wo Fleischberge, wo man die gesehen hat, und ich habe auch schmunzeln müssen, weil natürlich ist es schockierend, ja. Aber viel mehr wie die Hälfte passiert in den privaten Haushalten, nur man sieht es halt nicht auf einen Fleck. Man sieht es nicht, ja. Und wenn man dann auf einmal einen Haufen sieht, ja. Dann schaut das schockierend aus, ne? Und das ist diese Doppelmoral, und ich finde das auch nicht in Ordnung, weil wem nützt das was, wenn man da permanent den Handel da so herabwürdigt. Ja, also wir alle müssen was dazu beitragen, dass diese, weil das ist einfach unserer Gesellschaft nicht mehr angepasst 2022, das muss besser werden, aber da braucht es auch Rahmenbedingungen, und dass auch dann die Politik sich da noch aufschwingt und sagt, das ist ein Skandal und es kann nicht sein, das sind Verordnungen. Ja? Also die verbrauchen bis, das ist von einer Verordnung geregelt, das kann man nicht einfach sagen, das verkaufen wir jetzt noch weiter, das muss vernichtet werden. Und uns blutet das Herz zweimal, weil wir haben es ja auch noch betriebswirtschaftlich zu tragen. Aber ich lade alle Politiker herzlich hiermit ein, sich einmal auch in ein Geschäft zu stellen und Verbraucherinnen und Verbraucher, die auch einen schwierigen Tag gehabt haben und jetzt noch schnell einkaufen kommen wollen und dann finden sie nur die Hälfte von dem. Also wenn man sie die Probleme, reden ist immer einfach, handeln ist aber schwieriger, dann ist es schon nicht mehr so einfach, sich dieser Probleme zu entledigen. Ja, wir leben in einer Überflussgesellschaft. Und wenn die Leute einkaufen gehen, dann wollen sie sagen, was ist denn das für ein Geschäft? Da gibt es ja die Hälfte nicht. Ja? Und dieses Spannungsfeld, dieses Zerrfeld, ja, aufzulösen, ist halt nicht so einfach. Ja? Aber es sollten sich alle daran beteiligen, weil, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es geht eh nur im Dialog. Ja? Also ich muss echt sagen, ich freue mich total, dass ich dich doch ein kennenlernen darf. Du bist echt eine gute Persönlichkeit, taugt mir. Und ich hätte jetzt noch so viele Themen, Bilderboxen, so viele Sachen, was ich mit dir gerne anspreche, aber ich glaube, wir sind von der Zeit schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Das machen wir das nächste Mal. Genau. Aber was ganz wichtig war, und zwar, weil natürlich auch aus dem landwirtschaftlichen Sektor uns viel zuhören, wo siehst du die Zukunft der Landwirtschaft in Österreich? Ich sage einmal, wir haben ja heute viel angeredet, ja? Die Schwierigkeiten, die Chancen, wenn du jetzt an einzelne Sektoren denkst, sage ich mal, Milchbauern, Schweinebauern, es hören der Sicherheit viel zu, was würdest du jetzt noch denen mit auf den Weg geben? Oder also, uns? Also Hannes, da erdreiste ich mich nicht, mich da jetzt aus der Oberagrar- und Landwirtschaftsexperte zu gerieren. Ich habe da noch viel zu lernen, ich bin auch noch nicht so lange da. Mich interessiert das sehr, mir ist das auch ein Anliegen. Ich bin da als Österreicher ja auch sehr stark verwurzelt. Du kommst mir mehr auf meinen Hof besuchen. Das mache ich sehr, sehr gerne, ja. Also das jetzt im Telegram-Stil würde mir schwerfallen. Wenn ich mir den Schweinebereich ansehe, dann sehe ich das problematisch. Ich glaube, dort braucht es wirklich große Schritte, wirklich maßgeblich große Schritte, weil die Menschen, von denen wir vorher gesprochen haben, ja, jetzt nicht die, die schon verloren sind und sagen, ich bin alles, was nutzt du heute. Das heißt, die betrifft, sind verloren, oder? Die essen sowieso gar kein Schweinefleisch mehr. Ja. Also da auch noch mit sehr starken Tierwohloffensiven wird es nicht einfach sein, die wieder zu einem Schweinekonsum zu... Und wir sehen das ja in der Nachfrage, oder? Die Nachfrage, der Preis ist unter Druck. Warum ist das so? Angebot, Nachfrage, ja. Bei Rind schaut es besser aus, ja. Das hat einfach auch ein anderes Image, ja. Aber ich glaube, überall brauchen wir einen Zugang, der herzeigbar ist, der auch mit diesem Weltbild, vor allem der Jungen, heute in zwei, drei Sätzen gestreift hat, einhergehen kann. Dass ich sagen, ich kann in den Spiegel schauen, da ist ein Tier respektvoll, ein respektvolles Leben gehabt. Ja, am Ende von dem muss man es dann auch diesem Tier das Leben nehmen, aber sonst können wir es nicht verwerten. Ja, aber verstehst du, wenn wir das nicht hinbekommen, ja, und zwar auch so, dass es die Menschen verstehen, dann wird es halt schwierig. Und ich glaube, das ist die Potenziale, aber da muss man nicht die Büchse ins Korn werfen, einfach diese Dinge weiter verfolgen. Ja? Also wir für Biller, ich habe es schon gesagt, wir haben wirklich großes Engagement, dieses Tierwohl wirklich nach vorne zu treiben. Wir haben da einige Projekte am Laufen und werden in nicht allzu langer Zeit damit auch auf uns aufmerksam machen. Ja? Also, und das ist, glaube ich, auch die Chance für die Landwirtschaft. Ja? Tierwohl, Tierwohl, Tierwohl. Das ist meine persönliche Einschätzung. Ja, ja, an diesem Punkt, glaube ich, muss ich langsam zum Schlusswort kommen. Und ich muss sagen, das Gespräch war für mich heute auch sehr, sehr interessant, sehr spannend.
Und vor allem freut es mich, dass an der Stuhl eine Person wie du sitzt, ja, weil ich wirklich das Gefühl habe, ein Gefühl habe, dass das in die richtige Richtung geht, dass du auch die Probleme siehst, was da sind, wahrscheinlich auf alle Zeiten. Aber ich glaube, das ist wichtig, weil das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn an der Position jemand ist, der was für die Landwirtschaft gar kein Interesse hat oder, wie du das ausgedrückt hast, vielleicht gar keine Liebe zu den Lebensmitteln hat. Und das ist bei dir sicherlich gegeben. Mit Sicherheit. Ich möchte es aber nicht verabsäumen, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, trotzdem wieder den Ball zu euch zurückzuspielen, weil wir haben es jetzt eh angesprochen, am Ende des Tages entscheiden schon wir, was ins Regal geschlicht wird, weil kaufen wir ein Bioprodukt, wird mehr Bio produziert. Greifen wir zu einer ausländischen Milch oder zu einem ausländischen Fleisch, wird das nachgeschlicht. Also am Ende des Tages sind schon wir und derer Verantwortung dürfen wir uns einfach nicht entziehen. Sind wir eigentlich froh, dass wir die Verantwortung wahrnehmen dürfen, weil man sagt aber, ja, wir können eh nichts beeinflussen, wir können die Welt nicht verändern, wir werden gesteuert von den mächtigen Konzernen und vielleicht von ein paar Superreichen. Nein, wir, jeder Einzelne ist, der was mit jedem Griff ins Regal den Produktionsauftrag vergibt und somit darüber entscheidet, gibt es noch eine Landwirtschaft in Österreich? Und wenn man schon sagt, ja, ist mir wurscht, dann kommt es halt aus Deutschland, aus Polen. Aber am Ende des Tages leben wir da. Und ich weiß nicht, wer von euch nicht gerne mal im Sommer irgendwo zu einem See fährt in Österreich oder einfach irgendwo entlang der Donau am Radlweg unterwegs ist. Und wir sind ja Menschen, wir wollen eine offene Kulturlandschaft. Wir wollen einen Kulturraum erleben, wenn wir Kinder haben oder auch wenn wir spurteln, egal was, oder klettern gehen, Skifahren gehen. Ja. Und auch selbst beim Skifahren, seid euch bewusst, es gibt das alles nur, weil es eine produzierende Landwirtschaft gibt. Weil es Bäuerinnen und Bauern gibt, die was da draußen jeden Tag aufstehen in der Früh und arbeiten, Lebensmittel zu produzieren, aber auch diesen Lebensraum zu erhalten. Und das war mir ganz, ganz wichtig. Erich, weiß nicht, hast du noch irgendeinen letzten Satz? Den kann ich mir inhaltlich nur anschließen. Das waren wunderschöne Worte. Also ich finde das absolut am Punkt. Ich bedanke mich für das Gespräch. Hat auch mir Spaß gemacht. Und ja, vielleicht wiederholen wir es ja irgendwann. Danke fürs Gespräch. War sehr, sehr spannend. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wer nichts weiß, muss alles essen. Danke. Danke. Sehr, sehr.